Schöne am Bierbeißerbummel, da gibt es ganz viel zu erzählen. Es ist sicher einmal eine Stadtführung, wo wir Stadtführer auch mal in einen Dialog mit unseren Gästen kommen. Was auf einer klassischen Stadtführung natürlich nicht ist, weil meistens schwätzen wir da und die anderen müssen zuhören, die Armen. Es ist auch etwas sehr Archaisches und Traditionelles, wenn man mit einem Leuten einfach an einem Tisch sitzen kann, den man nicht kennt. Es geben sich meistens sehr gute Gespräche daraus heraus. Und die Kombination zwischen Kultur und Kulinarischem finde ich etwas ganz Grossartiges. Das Bier hat natürlich ganz verschiedene Epochen durchgemacht. Und einmal das Thema in Rheinfelden zu vertiefen, in einer Stadt, wo das Bier so zentral ist, ist für uns Stadtführer natürlich ein Riesengeschenk.